Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Ghost on the Shore. Wir sind mittlerweile auf der letzten Insel angekommen, auf Dark Rogue nämlich. Haben in der letzten Folge das sagenumwobene Gasthaus der Dark Bell kennengelernt, also die schwarze Glocke. Haben uns dort ein bisschen umgesehen und haben mittlerweile herausgefunden, dass angeblich Josh noch vor der Geburt seiner Tochter Pixie die Familie verlassen haben soll. Aber ob das wirklich so passiert ist oder ob da möglicherweise die Mutter noch ein bisschen mehr zu sagen gehabt hat, ich glaube, das werden wir rausfinden in dieser Folge. Wir haben nämlich da oben endlich mal einen Gegenstand, der ein bisschen an unsere Welt erinnern lässt. Nämlich hier ein Auto. Abgesehen vom Schiff natürlich, mit dem wir hier von A nach B fahren. Aber wir haben da oben ein Auto. Und das könnte theoretisch ein Auto sein von Margot, die sich hier ja auch auf dieser Insel rumgetrieben hat. Die auch für diese Geisterfänger und für diese Windspiele hier verantwortlich ist. Sie hat dann irgendwann entschieden, ich möchte vielleicht doch lieber die Insel verlassen. Die Frage ist nur, wie komme ich hier wieder weg? Und vielleicht können wir diese Frage ja beantworten. Vielleicht ist das auch unser Ziel. Vielleicht. Again? Oh Gott. It's Margot. Vielleicht ist das doch der Grund, weswegen wir hier sind, um Margot von der Insel zu bekommen. I said, get out! Get out! Please, Margot, quit. Over and over in my head. Don't go in there. You're always there. Let's go back. I can stop. I can be quiet as a mouse. I'm never alone. Never, ever, not for one goddamn minute. Oh, Margot, I can't. I wish I could. Shut up! Shut the fuck up! I just need to be alone for one. Margot? I'm. Josh? Josh, I can't move. I can't get out. Josh? You have to calm down, okay? Just breathe. Breathe, Margot. I'm stuck and. Help me! Josh! Help me! Please, I can't move. No. Margot. Somebody help! I can't move! What? I'm scared. Don't leave me. Okay? Don't leave. Okay, Josh? I'm right here. I'm always right here. No. No! Did she die? Josh! I don't... Did she die, Josh? Yes. Oh my God. I couldn't get her out. Did you try? You weren't there. You saw me try. She died because of you. I need to get away from you. She was right. This isn't natural. Na gut, dann erübrigt sich ja die Sache jetzt gerade wieder von, wir sind deswegen hier, um sie wieder nach Hause zu bringen. Da hat sie sich also so sehr belästigt gefühlt vom Josh, dass sie einfach immer weiter und tiefer ins Wasser gegangen ist und irgendwann mal da unten im Schlamm festgesteckt ist und nicht mehr rausgekommen. Die Frage ist, wer hat denn das alles hier aufgebaut? Gut, vielleicht auch sie vorher, keine Ahnung. Das heißt, sie hat sich also da oben ihr Lager aufgeschlagen und ist dann irgendwann in der Zeit hier unten ums Leben gekommen. Na, gucken wir mal. Ich sehe schon wieder die nächste Audiokassette, die ist hier. Und die hören wir uns natürlich gleich mal an. New Beginnings. Little lamb, evening falls, the moon lights up the sky. Winter's breath and fairy dust hold this love of mine. Rest in my arms and I'll keep you warm, keeping the wolves at bay. I'll stay by your side, hush little child, till night turns into day. Till night turns into day. Margot. I never meant for her. I wanted a different ending. You cannot take it back. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist denn mit Scruff damals passiert? Ist der möglicherweise auch hier auf den Inseln irgendwie ums Leben gekommen? Denn wenn Scruff gestorben ist,
Margot gestorben ist und mit uns jetzt möglicherweise genau dasselbe passiert, dass wir zum Schluss hier auf Dark Rook aufkreuzen und möglicherweise auch sterben? Gucken wir mal. Was haben wir denn noch? Gläser vermutlich haben wir hier. Carrie's jaws. I almost had to force her to go back for those. Margot, that is. She'd sooner die than set foot in that cabin again. Piccolilli. Ja, von dem haben wir ja auch schon einiges gehört. Und wir haben ein Lagerfeuer. The campfire. We'd sit here every night, singing songs or eating canned beans. Ja, das ist vielleicht die Erinnerung aus seiner Sicht, aber ich glaube, Margot wäre lieber hier ein bisschen lieber alleine gewesen. Aber gut, vielleicht finden wir ja da auch noch was raus. Ein schönes Lagerfeuer, ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken. Wir haben hier ein kleines Kanu, ein kleines, Kajak ist das. Und wir haben ein Zelt. Oh, mit dem Liedtext. That's her early work. She got a lot better after. After what? You? I doubt that. Was haben wir denn da? Der stumme Zeuge. Einsamkeit, mein einziger Begleiter, auch in den schweren Stunden. Ein stummer Begleiter, stets an meiner Hand. Ein letztes Überbleibsel dieser Inseln. Verliere ich den Verstand? Zu viel unkontrollierbares Gift. Passt diese erbärmliche Seele perfekt zu mir? Jemand, bei dem man Trost findet? Besser hier als da drüben. In der Todesspirale der Gesellschaft. Eine abscheuliche, sündige Angelegenheit, dorthin zu fliehen, wo Geld die Seele verdirbt. Die Liebe entzieht sich mir. Was bleibt, sind nur Verletzungen. Der Regenbogen eine Farce, Blutflecken vorschriftsmäßig verwahrt. Meine Qualen überdauern noch immer dieses Gespenst aus den Dunkelheiten. Seltsam vage bleiben seine Absichten, seinen Weg muss ich meiden. Doch wie sehr ich mich auch bemühe, der Dämon wird immer da bleiben. Bitte befreit mich von dieser Pein, denn mein Verstand wird sich aufreiben. Kleines Lämpchen. Der Abend bricht herein, Mondschein erhellt den Himmel, der Hauch des Winters und Feenstaub halte meine Liebe fest. Gut, das macht auf Englisch natürlich wieder mehr Sinn als auf Deutsch. Und wir haben generell das gesamte Zelt. Another adventurer. No, she was a runaway. Always trying to get away. From you. Möglich, möglich. Na, gucken wir mal. Sie wollte nicht in einem Haus schlafen, stattdessen wählte sie diesen Ort. Welche Wahl hat sie eigentlich getroffen? Ist da noch was? Nee. Na gut, da gibt es doch bestimmt einiges, was wir hier finden können. Hier drin sehe ich jetzt nichts. Das sind ein paar Zigaretten, die Dosen von Carrie und ein paar andere Dosen, vermutlich auch von Carries zu Hause. Aha, da hinten geht es auch noch weiter. Gut, wir gucken erstmal hier. Mal schauen, ob wir da was tun können. Das Wohnmobil. How did you get this thing here? Ferry. Not many roads to drive on here. Yeah, that's why she parked it here. And she ran out of gas. Naja gut, so sieht das Ding auch aus, muss ich zugeben. Nicht zu reparieren, warum hat sie ihn überhaupt hierher gebracht? Eine gute Frage eigentlich. Vielleicht haben die ja alle vorgehabt, hier länger zu bleiben auf der Insel und irgendwann mal wurde der Fährbetrieb eben eingestellt. Na gucken wir mal, wir fangen mal an mit der Gitarre, würde ich sagen. I love to hear her play and sing. It was the only time she was truly at peace. You should have shut up then and let her play. Hat sie jetzt gar nicht mal so Unrecht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich bin jetzt auch ein bisschen gespaltener Meinung, nachdem ich gesehen habe, dass sie eigentlich vor lauter Zorn ins Wasser gegangen ist. Und ihr, gut, er hat ihr natürlich versucht zu helfen, das ist ganz klar, aber vielleicht hätte er wirklich mal hin und wieder ihr mal die Fresse halten sollen, wenn wir uns ehrlich sind. Was haben wir denn da noch? Ach so, sie am Lagerfeuer und spielt mit der Gitarre und singt ein Liedchen. Sie hatte dieses Gefühl verloren, der endlose Kreislauf des Verlustes, der jede Hoffnung zunichte macht. Das würde sie niemals zurückbekommen. Nicht hier und nicht von ihm. Und deswegen hat sie wahrscheinlich auch eingesehen, dass sie wieder zurück ans Festland muss. Die Frage war eben nur, wie? Ein Brief liegt ja auch. She wanted to be like that singer so much. Thinking fame would validate her? But her music, Riley. You should have heard her play. It always got under my skin. It was her skin, never yours. Und der Brief ist vom 22. September 1979. Liebe Marco, es hat mich sehr gefreut zu hören, dass dir meine Musik gefällt. Ohne meine Fans wäre ich aufgeschmissen. Normalerweise schreibe ich ihnen keine persönlichen Briefe, aber dein Brief hat mich so bewegt, dass ich dir antworten wollte.
Meine musikalische Inspiration kommt von meinen Gefühlen. Es klingt, als ob du etwas zutiefst Belastendes durchmachst. Die Musik ist meine rettende Zuflucht gewesen und sie kann auch deine sein. Schreibe weiter. Es geht nicht darum, besonders gut zu sein. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen und auf die innere Stimme zu hören. Ich wünsche dir viel Glück im Leben und mit deiner Musik. Ich werde am 19. Oktober im Aden auftreten. Ich hoffe, dich dort zu sehen. Viel Glück. Schreibt Lara Crimson. Ein Fanbrief. Cool. Steht hinten auch was? Nee. Gut, geschrieben wird dazu nichts. Na, gucken wir mal, was wir hier sonst noch finden, abgesehen von den Zigaretten. Wir haben da hinten die Gitarre, wir haben hier ein paar Poster, wir haben eine schöne Deckendeko. Sieht cool aus, da hinten war ihr Schlafzimmer, so wie es aussieht. Auch hier noch ein paar Poster, ein paar verschiedene Zeichnungen, möglicherweise von ihr und von der Umgebung. Und Ticketabschnitte von Konzerten, möglicherweise, wo sie aufgetreten ist. Did she really go to all of these concerts? This one made history. She was there. Pretty awesome. Music was her life. Oder bei denen sie wirklich tatsächlich war. Page Concerts präsentiert Rainbow Days in der Atlas Arena am Samstag, den 5. Juni 1975 um 20 Uhr. Eine Person, T103, die Nummer. Schön. War also sehr musikalisch interessiert, die Dame. Was haben wir da unten noch? Einen Kassettenrekorder. The tape recorder. She liked talking to that thing more than talking to you. Und da kommen also diese ganzen Kassetten her, die wir jetzt mittlerweile schon gefunden haben. Hier haben sie ihren Ursprung. Ihre Kassetten sind wie schreiende Tränen ihres Herzens, nämlich endlos. Wir haben einen Ausschnitt, einen Zeitungsausschnitt, so wie es aussieht. 5 minutes of fame. What was she looking for? Sense. She was looking to make sense for life. That's what she said. Margot Green. Rocket Magazine am 12. Dezember 1975. Wenn man heutzutage auf ein beliebtes Konzert geht, sieht man meist eine Gruppe von knapp bekleideten Mädchen, die sich vor der Bühne winden. Die Mädchen nur als Groupies zu bezeichnen, würde ihnen nicht gerecht. Sie haben ihr Leben ihren Lieblingsbands gewidmet und folgen ihnen von Bundesstaat zu Bundesstaat. Auf jeden Fall sind wir die Inspiration. Sicher, sie wollen uns flachlegen, aber das wollen wir auch. Es geht nicht nur um Sex. Wir sind Teil dieser kreativen Energie, weißt du? Und das ist einfach total geil, Mann. Darum geht es, sagt Groupie Margot Green, die in den letzten 6 Monaten mit der Band Briefing Fire unterwegs war. Die Band weiß ihre Superfans ebenso zu schätzen. Sie sind so frei, so ungezwungen mit sich selbst, sagt Schlagzeuger Jay Elgar. Es ist so cool, wie sie unsere Musik total verstehen. Sie verstehen sie wirklich. Margot anscheinend dann auf Tour gewesen quer durchs Land und deswegen haben wir da wahrscheinlich so viele Ticketabschnitte, weil sie jeden Konzert beigewohnt hat. Sie hätte die Wahrheit akzeptieren müssen. Werde ich das jemals? Und wir haben hier unten noch den Führerschein von ihr. She's so beautiful. Wish she was here to hear you say that. She never believed it herself. Margot Green? Nummer 1246799, läuft am Geburtstag ab 1984, Geburtsdatum 13. Februar 1956, Sozialversicherungsnummer, Datum des Antragsgeschlechts, Gewicht, Größe. Okay, steht hinten was drauf? Ja, aber da können wir nichts lesen. Okay. Ihr Führerschein. Sie wusste nicht, dass das Schlimmste noch vor ihr lag. Na gut, und ich glaube, dann haben wir theoretisch alles gesehen. Die Gitarre, die Briefe, den Führerschein, den Kassettenrekorder, den Zeitungsausschnitt und die Ticketabschnitte da hinten. Dann gehen wir mal weiter. She was lost. And you knew it. And still you didn't leave her alone. Don't you think I wanted to? I've tried. Don't spin me that story about being stuck here. It is the truth. The only truth. I need answers. Clarity. We'll find it at the treehouse. We've got to. Na, gucken wir mal. Ich habe nämlich gerade keinen Plan, wo wir hingehen. Das sieht nach allem aus, aber definitiv nach keinem Baumhaus. Schauen wir mal. Wir sind im Devil's Ridge. Und das klingt schon mal nicht unbedingt einladend. Can't do this anymore. You can, Riley. I don't know you. I may have imagined that I did, but I don't really. You know me better than anyone. Naja, ob das jetzt wirklich stimmt? I am talking to myself. I've lost my mind.
You're not crazy, Riley. Und da vorne haben wir tatsächlich das Baumhaus. Und ob wir da jetzt unsere Antworten finden, die wir schon nach, seit so langer Zeit there, suchen? The treehouse. Yes, that's it. It's still there. Our safe place. Aber wie soll man denn darauf kommen? Ich glaube nicht, dass Tell da eine Leiter funktioniert, oder? Where you went. Let's hope he left us some clues. Kommen wir hier nach oben? Namensschild, Josh und Callum. We carved our names ourselves. It's still here. After all this time. Callum und Josh. Waren sie jemals wirklich hier, um eine bessere Zukunft zu ermöglichen? Aber wie soll man denn darauf kommen, sag mal? Naja, vielleicht auch nicht. Ah. Callum. Mom? This feels ridiculous. Meeting in the middle of the night behind a child's playhouse. Would you rather we meet in the open? No, of course not. Do we have an agreement? He's accepted the terms. All of them? Josh and I are packed. He's leaving tonight, off to the mainland. Neither my daughter nor anyone else on the island will hear from him again. Once he's gone for good. I'm just looking out for her. I wish him no harm. You can tell him that. Good. This is good. You left them! You took the money! Riley! You took her money! How could you? I don't know. Shut up! You promised! You promised you'd take care of us! We'd be together forever! We were going to raise our children in our home! You promised me! You said you loved me. I know you did. What are you saying? It's you. All this time. It's been you. You are Nora. You know, I love you. I'm not sure why, but... You make me so happy. You left me. I didn't. I swear. I could never. I know that you'd have to give up everything. Josh, I'm not... But I want you. I want to be with you. I want to build you a home. Right here. We could raise a family. You and I. What? I'm asking you to marry me, Nora. To stay. Here. With me. Yes! I want to be here with you. We'll be together forever. Riley. Riley! Leave me, Josh! Listen. Go away! I don't want you here! I don't want you here! Go! Go! I can't believe we're married. You're stuck with me now. I will not go away. And I never did. I didn't go anywhere. Then where were you? Because you weren't here. I looked for you. Everywhere. For so long. Thinking you'd come back to us. It's okay. Shh. Hush now. He'll be here soon. I don't care what they say. Don't cry, my love. Daddy will come home. I was right here. I've always been right here. You lie! Josh, where did you go? I fear you have to face reality, Mrs. Compton. He's not on the island anymore. Maybe it's best to forget him, Miss Nora. He's gone. He left you and your child. Please come back to me. It's all lies. No more. You are home.
Freunde. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen baff, muss ich zugeben. Wir sind nicht Riley, wir sind Nora. Aber wie kann denn das überhaupt sein? Wir sind doch hier gerade in unserer Zeit unterwegs. Und das alles hat sich ja zugetragen vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten. 1800 irgendwas. Wie können wir denn jetzt plötzlich Noah sein? Und wo war Josh wirklich? Er hat ja augenscheinlich die Insel, wenn er sie verlassen hat, nicht freiwillig verlassen. Und ich würde es jetzt auch gar nicht so darstellen, dass er das Geld genommen hat und abgezogen ist, sondern dass möglicherweise sein Bruder Geld bekommen hat, um ihn irgendwie loszuwerden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns hier ein Ende aussuchen. Es gibt ja 4 Enden, aber ich würde ganz gerne mal gucken, was wir da so finden können in den Häusern. Hallo? Das kennen wir ja, das Haus. Das war ja das Haus, das wir uns gemeinsam aufgebaut haben. Liebe. Muss ich da jetzt irgendwo draufklicken? Ich habe ein bisschen Schiss gerade. Hold this love of mine. Okay, das ist definitiv kein Ende, Gott sei Dank. Aber wie können wir denn jetzt eigentlich Noah sein? Das habe ich noch nicht so ganz überrissen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Denn wir sind ja eigentlich jetzt in unserer Zeit hier unterwegs. 2022 nehmen wir jetzt einfach mal an. Wir nehmen mal das Datum der Veröffentlichung des Spiels. Aber das alles hier, diese Geschichte hat sich ja zugetragen vor, keine Ahnung, fast 200 Jahren. Und wer sind denn die anderen gewesen? Scruff. Und Margo. Waren das auch wir als Neuer, die quasi nach Antworten gesucht haben und diese nicht gefunden haben? Winter's Breath. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was rausfinden können über das Ganze, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt und baff, muss ich zugeben, weil ich hätte ehrlich gesagt, mit ein bisschen einem anderen Ende gerechnet, wenn das jetzt das Ende ist, und ich kann es mir gut vorstellen. And fairy dust. Aber wir gucken uns jetzt mal an, was da möglicherweise noch kommt. Da ist unser Boot. So, wie kommen wir denn darauf? Ist eine andere Frage. Okay, vielleicht geht es auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Ja, das funktioniert. Oder auch nicht. Doch. The moon lights up the sky. I remember now, Riley. All of it. Na, Gott sei Dank. Then tell me what happened, so I can make sense of all this. I can only show you. How? Let me take you to where it all happened. Give me control. Control over me? Do I have a choice? You always have a choice. So you want to take over the wheel? My head? Just the wheel. The head is all yours. And this will change everything? It will set us both free. I'm not sure I like this. I've lost control completely. I know. I'm sorry. I think I'm going to be sick. Surrender, Riley, and you'll be fine. Oh, you think it's beautiful, you building that house? Linden Breeze. That's what we named it. 3 beers, right over there, for my brother and my buddy. 3 beers. Coming up. This is it, brother. We're getting out of here. I'm not going. What? I've told you before, I'm not leaving Nora. Tell me you're joking. You choose filthy rich varmint over me? Don't talk about my wife like that. I'm your brother. You are my brother, and I love you. But you can't ask me to betray Nora. Calm down, lads. Here's your beers. Don't shush me. You've no part in this. It's gonna be fine. We'll come find you later. I'm grateful that I have you in my life. I wouldn't be here without you. Damn right! And that's how you repay me! I'm going to be a father. Isn't that a miracle?
good father. And I want my little girl to have an Uncle Callum. We can do so much better. Not yet. It isn't the time yet. We can do better than Dad. We can do better on the mainland with this money in our pockets. There's no future here. You're wrong. The future's here. Only here. There's nothing but mud here! He's your family. You belong together. That's in his hands now. He's your brother. You loved me. I did. Of course I did. Then where did you go? Am I not good enough anymore? I can't talk to you when you're like this. All fired up like that. You found your way into money? Is that it? You don't need me. You know that's not true. Please, lads. We can put this straight. These islands are gonna break us. And there's only one road out of here. I will never take it. I will never leave. You hit me. You're no better than Dad. Callum hit you. I shouldn't have said that. No, he hurt you. It doesn't matter. Focus now. This is what they never told you. What did... You have to stop now! You're my little brother. I am! But you have to stop! This money will save us! It won't! It won't change a thing! I'm not going! You can't take this from me! I'm not leaving! You are going to leave with me! No! Josh? You will do as I say. I am the oldest! Josh! I won't leave Nora, not ever! Let me go. Bear with me. You need to see this. Why? I don't know. You have to listen to me. No, no, no. You have to see this, Riley. I had a plan. I could have got a better life. You're hurting him. I need to get... Almost there. Just a wee bit longer. To hell with you. I need... Stop it, Callum! I need you to see this. To understand. I need air! Do you get it? He can't breathe. You will live for the bay. You're going to kill him! I don't want to die! You're not gonna die! I'm the one! Josh! Riley? Oh god, no. Josh, shut up! Brother! Oh. What did you do? Riley! Brother! Riley? No! Come back! What is this? Is this real? Did I... died. I'm a ghost. Josh? I'm so sorry. I never meant for this to happen. I'm so sorry. Stop it. I found you. I'm Nora. I've always been Nora. And I'm here. You're here. With me. I'm the one that's sorry. I should have seen. I should have known. Come. Come with me. Always.
Tell me your secrets and I'll tell you mine. Let us then weaken by making light. The deeper we keep it, the more it blinds. So let's hang 'em out to dry. Ja, und liebe Leute, das war dann wohl unser Let's Play
von Ghost on the Shore. Wir sind mal wieder im Hauptmenü gelandet und ich wollte jetzt bei diesem schönen Lied hier gerade nicht reinquatschen, deswegen habe ich mir gedacht, ich warte mal, bis das vorüber ist. Und ich finde es übrigens auch sehr schön, dass das Lied wirklich zu Ende spielt und nicht irgendwann dann abbricht, wenn die Credits zu Ende sind und so weiter und so fort, sondern dass es wirklich bis zum Ende gespielt wird, auch wenn man dann schon im Hauptmenü ist. Finde ich wirklich, wirklich cool. War ein schönes Lied und es war, finde ich, auch ein schönes Ende. Es gibt ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, vier verschiedene Enden und je nachdem, wie wir uns entscheiden im Laufe des Spiels, welche Entscheidungen wir treffen, welche Dialogoptionen wir treffen, haben wir am Ende vermutlich mehrere Enden zur Verfügung. Wir hätten uns wahrscheinlich auch jetzt entscheiden können zwischen wir bleiben auf der Insel und gehen nicht mit ihm mit oder wir gehen mit ihm mit, aber ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, nachdem wir ja jetzt sowieso schon tot sind, wir sind, während wir in Gedanken an die Vergangenheit waren, gestorben. Nicht nur wir, sondern auch Josh damals. Und sind jetzt quasi nach dem Tode wieder vereint. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, wir sind als Riley hier auf die Insel gekommen. Und waren angeblich die ganze Zeit Nora. Wie auch immer das jetzt funktionieren soll. Möglicherweise haben wir da irgendwas verpasst im Laufe des Spiels. Wenn das so gewesen wäre, dass wir schon früher hätten darauf kommen können, dass wir Nora sind, dann tut's mir leid. Oder vielleicht ein paar mehr Hinweise, ich weiß nicht. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, muss ich zugeben. Ich hätte gedacht, dass wir die Story aufdecken und dass wir seinen Geist dann quasi von der Insel befreien können. Aber dass wir die eigentliche fast Hauptperson sind, neben Josh, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber ihr könnt da auch gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare schreiben und wir können da ein bisschen darüber diskutieren. Aber ich habe mir gedacht, nachdem wir ja jetzt nach dem Tode sowieso schon vereint waren, dann können wir das auch zu Ende bringen. Als Nora und als Josh. Dann bringen wir das auch zu Ende und gehen gemeinsam von der Insel, damit eben nicht noch jemand hierher kommt und dasselbe durchmachen muss. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Personen, Scruff, Margot, vielleicht möglicherweise auch noch andere, die wir gar nicht kennengelernt haben, dass die alle genau dasselbe gemacht haben wie wir. Alle wollten herausfinden, was ist damals wirklich passiert und möglicherweise sind alle genau bei dem Versuch dann draufgegangen. Und wir haben es, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht, uns da quasi mitreißen zu lassen, uns da quasi umbringen zu lassen, damit wir Josh wiedersehen. Wir haben uns mitreißen lassen, aber wir konnten unsere Geister von der Insel befreien. Ich fand's ein schönes Ende, eins von mehreren Enden. Und wie gesagt, wir können über dieses Ende gerne diskutieren in den Kommentaren. Ich muss ganz ehrlich zugeben, während der Situation, als wir da den Weg entlang gelaufen sind, den wir ja ursprünglich gekommen sind, das war ja der Weg zwischen Little Rogue und Dark Rogue, habe ich ehrlich gesagt damit gerechnet, weil wir euch ja immer wieder um Hilfe gebeten haben. Bitte, ich brauche Luft, lass mich aus dem Wasser raus und so weiter und so fort. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sich das Ganze dann wendet und wir Archie möglicherweise sehen, wie er Callum quasi mit einem Stein oder sowas außer Gefecht setzt. Damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Wir hätten natürlich Optionen gehabt, wo wir möglicherweise aus dem Wasser rausgekommen wären, wo wir nicht gestorben wären. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das Ganze auf das hinauslaufen wird, weil er ja mal gesagt hat, du musst noch kurz zuschauen, dann siehst du die wirkliche Wahrheit. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das auf das hinausläuft, dass Archie Callum, unseren Bruder, irgendwie niederprügelt, der dann möglicherweise dabei drauf geht. Wobei, kann eigentlich gar nicht sein, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, weil Callum war ja nachher auch dabei. Wir nehmen es mal nicht so brutal. Archie prügelt unseren Bruder nieder und er geht dabei nicht drauf. Er wird schwer verletzt möglicherweise, hat aber dann gleichzeitig natürlich irgendwas gegen uns in der Hand. Und dass wir deswegen die Insel verlassen mussten. Das war so das habe ich mir so ein bisschen im Kopf zusammengereimt. Archie setzt unseren Bruder außer Gefecht, damit wir leben können. Er hat uns quasi das Leben damit gerettet. Und als Dank dafür, oder Josh das Leben damit gerettet, und als Dank dafür muss Josh die Insel verlassen, damit quasi die anderen in Frieden leben können. Denn sonst geht Callum zur Polizei, meldet ihn und so weiter und so fort und dann ist zum Schluss jeder am Arsch, weil Josh muss die Insel ja sowieso verlassen. Dafür hat ja die Mutter gesorgt, die Cordelia. Ich hätte mir das eher so vorgestellt, dass wir dann gleich draufgehen, war jetzt nicht so unbedingt das, was ich gedacht habe, aber okay, wir haben zumindest ein schönes Ende gefunden und man kann dann sagen, zumindest jetzt nach 200 Jahren, sie haben sich wiedergefunden. Zwar erst fast nach dem Tod, aber sie haben sich wiedergefunden und können jetzt
ihr Leben nach dem Tod weiterleben. Liebe Freunde, das war Let's Play Ghost on the Shore. Ein schönes kleines Let's Play, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, gut gefallen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder in einem anderen Let's Play hier auf dem Kanal. Wenn du einen Spielewunsch hast, dann schreib mir den noch gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns vielleicht auch bald wieder in deinem gewünschten Let's Play hier auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns wieder in einer anderen Folge von hier den anderen Spielen. Ich sag danke fürs Zusehen von dieser Runde hier und natürlich vom gesamten Let's Play von Ghost on the Shore. Und wir können gerne über die Story und so weiter und so fort diskutieren. In den Kommentaren würde mich sehr eure Meinung darüber interessieren. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns wieder in einer anderen Folge von einem anderen Let's Play hier auf dem Channel. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ich sag Tschüss.